Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Sims 2 mit dem Leben der Bella Grusel. Und hier sehen wir unseren Pascal, der ja 73 Tage Strich Jahre, also für mich sind es immer Jahre alt ist. Und ja, er hat irgendwie seine Zeit ist, glaube ich, abgelaufen. Irgendwie würde ich mal so sagen. Oder? Also er kann vielleicht nochmal auf Toilette gehen. Mal schauen. Und ich muss ihn mal so beobachten, beziehungsweise ja einfach mal gucken, wo denn vielleicht ein Sensemann kommen könnte. So, also Lutz, der hat Hunger. Der setzt sich jetzt auch hin. Oh, hi. Wer ist das? Gut gemacht. Deine Begeisterung kennt wirklich keine Grenzen. Als Belohnung für deinen Enthusiasmus habe ich eine ganz besondere Plakette in deinem Inventar abgelegt. Oh, da müssen wir doch gleich mal reingucken. Das ist die Plakette Wissenschaft. Cool. Warte mal, ich muss mal ein bisschen höher. So. Ja, cool. Dankeschön, Jakob Roswig. Das ist doch cool. Könntest du bitte rausgehen? Ich muss hier mal pieseln. Danke. So, Belinda ist oben und unten. Oh nein! 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 Wirklich? Er hat gerade eine Plakette bekommen und dann kommt der Sensemann. Kriegt er wenigstens Hulas? Oh no. Oh, und Nervus kommt jetzt gerade. Okay, ich muss wohl weitermachen. Oh nein, er betet und... Und fleht, er fleht. Guck mal, er fleht auf dem Boden. Und alle... Oh mein Gott. Er darf noch mal wählen. Und er hat gewonnen. Er hat noch einen Tag bekommen. Schande. Erinnert ihr euch? Ganz am Anfang. Die Aladdin-Lampe. Hey, ich bin noch da. Pascal hat noch einen Tag bekommen. Guck mal, jetzt steht nur noch 72 da. Ist ja gut. Leute, ich bleibe mich noch einen Tag erhalten. Aber nur einen Tag. So, guck mal. Ach, meine Güte, hier. Hier ist was los. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Wer ist das? Was macht die da? Moment. Die natürliche Welt, in der wir leben, hat deinen Ruf gehört, Kurt. Als Belohnung für deine Hingabe möchte ich dich in die grüne Oase einladen. Okay. Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz nochmal Pascals Leben hier. Kurt hat sich verlobt. Egon hat sich verlobt. Okay. Was? Ach so. Und dann hat er 50.000, hat er sogar verdient, unser Pascal. Hat jetzt die maximale Begeisterung für die Wissenschaft erreicht und den Sensemann an der Nase rumgeführt. Haha. Yep, das hat er. Ach Gott, guckt mal, hier könnte man auch hier irgendwie so ein bisschen Erinnerungen, ja, von, wer ihn... Friedberts Aufnahme in die Familie, aha. Wer ihnen das alles beigebracht hat und was er so alles gemacht hat. Abfuhr von Circe hat er irgendwann von irgendeiner Frau mal und so weiter. Ja, egal. Guck mal. Bella, die strahlt. Ich bin doch noch hier. Ich habe gewonnen. Erinnert ihr euch? Ich wollte gerade sagen, erinnert ihr euch an die Aladdin-Lampe? So, geh mal raus und geh mal hier reinspringen. Das macht dir bestimmt Spaß. Und gerade Kurt hat Pascal noch ein Küsschen gegeben, gell? Juhu! So, dann geht's einmal einen romantischen Kuss für Nervus. Komm schon, der muss doch jetzt sein. Oh, Nervus, juhu! Wir haben uns nochmals mindestens einen Tag. Oh, ja, genau. So, du gehst schlafen. Ich guck mal, Nervus. Nee, Nervus. Du kannst hier draußen was essen. Wer hat noch Hunger? So, ich muss euch mal durchforsten. Wo ist Friedbert eigentlich? Ach, der hat alles gar nicht mitbekommen. Der steht immer noch hier. Und was machst du? In die Sterne schauen. Okay.
Lutz, Barry, Lutz und Egon stehen hier. Und Lutz, du hast doch eigentlich auch Hunger. Dann würde ich sagen, geh auch du mal essen. So, jetzt gucke ich mal nach Egon. Nee, Egon hat keinen Hunger. Aber Bella hätte Hunger. Komm, auch du. So, Nervus. Der kann jetzt den Rest mal aufräumen. Egon, du musst wahrscheinlich doch morgen arbeiten, Egon. Ach nee, der hat frei. Okay. Würde ich aber trotzdem sagen, so, du gehst mal hier und dann säubern. Ach, da wedelt der Kurt noch drin rum. Was hast du für ein Wissenschaft? Ja, okay, dann würde ich mal sagen, Internetrecherche über Wissenschaft. Kurt. Ach Gott, Kurt, mein Lieber. Wann kann ich jetzt endlich... Ja, spiel mal ein bisschen da drin. Oh, die beiden haben sich jetzt gerade angefreundet. So, Belinda ist noch draußen. Warte doch mal, Lutz. Okay, wir haben uns jetzt wieder vertragen. Die Wut wird auch noch verschwinden. Also, das ist okay. Du könntest dich mit Kurt ein bisschen unterhalten, Lutz. Guck mal, abhängen. Ihr hattet euch auch mal besser verstanden, glaube ich. So, Pascal, du musst im Grunde noch so ein bisschen was machen. Und ich würde gerne mit dir, weil, ja, dass du dich wirklich mit allen noch verstehst hier. Oh, das wird aber nicht so ganz funktionieren. Also mit der ganzen Familie. Das heißt, ein bisschen mit Bella quatschen. Und mit Belinda und eigentlich auch mit Friedbert. Ich glaube, mit Friedbert hat er kaum was gemacht, deswegen. Jo. Friedbert hat die Wissenschaft entwickelt und so weiter und einen U und so weiter und so fort. Ja, okay. So, Pascal, dann steh doch nochmal kurz auf. Komm. Pascal, aufstehen. Dir wurde noch ein Tag geschenkt. Und du kannst jetzt noch ein bisschen abhängen mit der Bella. Das fände ich jetzt wirklich ganz, ganz cool. So, Belinda. Okay, Belinda, du kannst dann, hier ist noch was übrig. Du kannst mal reinkommen, essen. Und dann nach oben gehen. Genau, ich habe jetzt gerade gedacht, oh Gott, die muss ja zur Schule. Du gehst danach ins Bad. So, großes Abhängen mal wieder. Durch die Schränke durch, wie auch immer. Ach Gott. Luzi, du musst gleich, glaube ich, auch... verdammt, dir geht's nicht so gut. Das ist jetzt natürlich doof. Ah, oh, da habe ich gar nicht drauf aufgepasst. Ich weiß nicht, ob er so mit einer Lohnerhöhung kommen wird. Schauen wir einfach mal. Und Kurt... Guck du jetzt mal bitte, du willst unbedingt die Faulenzer-Karriere haben. Ob wir was finden in diese Richtung. So, Lutz, viel Spaß bei der Arbeit. Was ist denn das für ein Auto? Oh, was ist denn das für ein Auto? Ja, eigentlich ganz cool, oder? Sieht, also ist eigentlich auch ein seltenes Auto, das man hier sieht. Journalismus. Nein. Nein. Wollen wir nicht. Abenteuer. Nein, wollen wir auch nicht. So, wie gut vertragt ihr zwei euch jetzt schon? Geheimdienst. Nein. So, mit Friedbert könnte er doch noch jetzt... Muss Friedbert heute arbeiten? Ach nee, den wollte ich sowieso nicht arbeiten schicken. Architektur? Nein. Dann würde ich nämlich die zwei noch ein bisschen... über gegrillten Käse, okay, Militär, nein. Waren das die ich gestern schon hatte? Oh, verdammt, ich weiß es nicht. So, dann, Pascal, steh du mal auf, weil ich glaube nämlich Bella ist müde, oder, nee, doch nicht. Hm. Aber ihr habt euch wieder befreundet, das finde ich großartig, und wo ist unser Nervus eigentlich? Ah, hier oben. Was war denn das jetzt für ein Geräusch? So, hier würde ich nämlich jetzt auch, dass mal ihr zwei noch ein bisschen abhängt. Wer war auf Toilette? Ich glaube, das war die Toilette, oder? Ja. Okay. So, Belinda. Okay, Hygiene und eigentlich Freunde auch noch, aber gut. Und dann kannst du nochmal runter und das nochmal versuchen zu essen. Ich hoffe, dass es dann bis dahin nicht schon... Müll.
So, also Pascal und Friedbert hier befreunden sich. Bella und Nervus, die sind wieder so komisch da. Die hängen hier oben ab. Kurt ist im falschen Bett gelandet. Dich wecke ich dann gerade nochmal auf. Du gehst nochmal eine Etage höher benutzt hier und gehst mal in dein Bett. Egon, wo ist der abgeblieben? Ach, der ist die ganze Zeit hier und macht Wissenschaft hier. Okay. Na, das ist ja sein Hobby. Dann lasse ich ihn da auch weitermachen, oder? Vielleicht schafft er es ja auch noch in die Zone. Belinda hat eine Lebensmittelvergiftung. Sie braucht viel Ruhe, um wieder gesund zu werden. Wenn sie genug Schlaf bekommt und nicht zu lange auf den Beinen bleibt, wird sie bald wieder gesund. Verdammt. Okay, wartet mal. Dann würde ich fast mal sagen, anrufen. Moment. Stopp. Kann sie sich nicht auch krank melden? Geschäft, Party, nee, anrufen. Die Schule kann man nicht anrufen anscheinend. Dass sie krank ist oder so. Bei der Arbeit ging das, aber dann, das stand, meine ich, wegen auch hier, ne? Schade. Direktor einladen will ich nicht. Ich will auch kein Magazin. Nö. Immobilien. Gemeinschaftsgrundstück. Nee. Stummschalten. Nee. Und hier ist es auch nicht. Also Sim ist es ja nicht. Service. Kriegen wir ja nicht die Schule dran. Notdienst. Nee. Nee. Okay, dann musst du in die Schule. Es tut mir leid, aber hör mal auf zu essen. Ich hätte es doch nicht mehr dir geben sollen. Das ist bäh. Sorry. Sie wird ja nicht gleich sterben, hoffe ich doch mal. So, dann sind zumindest mal zwei aus dem Haus. Und jetzt gucke ich nochmal ganz fix, ob auch keiner arbeiten muss heute. Oh, dich. Du bekommst Urlaub. Da muss ich jetzt gleich mal gucken. Bella. Nervus hat frei, Egon hat frei und Kurt, dem fehlt ja immer noch eine Arbeit. Mit Bella würde ich gerne irgendein Lebensziel nachgehen, aber ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Mir fällt nichts ein, was sie theoretisch machen könnte. Schade. Weil Starköchin, also wir könnten sie jetzt zwar noch ein bisschen so einen Rentenjob geben, aber der wird sie nicht zum Ziel bringen, vermute ich mal. Gastronomie war auch nicht im Ding drin, ne? Naja, okay. So, ihr zwei, gut. Habt euch jetzt doch wieder auch angenähert. Pascal verliert Begeisterung für... Okay, so. Unser armer Nervus hat niemanden, wo er irgendwelche Blitze hat, ne? Der ist so, ich weiß nicht, so abgestumpft oder ich, keine Ahnung. Da hat sowas nicht. Aber ich schicke dich jetzt mal reinigen, dann kannst du es benutzen, baden und hier noch aufwischen. Dann hört jetzt zweimal gerade auf. Bella schicke ich dann mal eine Runde nach unten. Und ich würde jetzt gerne nochmal kurz, dass du nochmal Job suchen gehst. Ob wir vielleicht doch noch eine Gastronomiekarriere für dich kriegen und mal gucken. Das gebe ich jetzt gerade noch nicht so auf. So, du bleibst zu Hause, du nimmst Urlaub. Okay, so. Ihr zwei habt euch jetzt schon ein bisschen angenähert. Ihr könnt noch ein bisschen sitzen bleiben. Jetzt seid ihr beschäftigt. Egon ist beschäftigt. Bella ist beschäftigt. Ach was. Ist jetzt alles ruhig hier? Was macht er hier? Timo? Was macht er hier? Wo geht er hin? Warum ist er hier? Was machst du hier? Die Post haben wir auch noch gekriegt. Okay. Guck mal. Da haben wir übrigens immer noch Liebe, ne? Also verknallt und verlobt sind wir immer noch mit Kurt.
Timo ist auch noch verknallt, also sind wir verknallt. Und Liebe spüren wir immer noch für Friedbert. Aber auch für Maxim und für Konrad natürlich. Architektur, nein. Und ihn auch noch, Jochen Weigel. Gastronomie, yay! Dann nehmen wir den Job mal an als Tellerwäscherin. Ihr erster Job und wir haben heute frei. Okay. Verdammt. Blöd, oder? Das ist jetzt echt doof. Okay, aber ich gucke jetzt gerade mal. Kochen. Okay, komm. Dann gehst du mal ins Wohnzimmer und lernst noch ein bisschen kochen. Das machen wir jetzt einfach mal. Egon ist... Der ist nicht mal wegzukriegen von hier. Wie geht's dir? Ach, eigentlich ganz gut. So, Kurt. Kurt, du stehst jetzt mal auf. Dann ziehst du dir ein Alltagsklamotten an. Guck mal, die Gertrude, die Lahm, die kannst du doch mal anquatschen hier. Dann redest du die mal an und, keine Ahnung, flirtest mal, checkst sie dann mal ab. Einfach abchecken, wie es die dir gefällt. Ach, guck mal, wir haben jetzt doch immerhin zwei Blitze wieder. Immerhin, ne? Ich weiß noch nicht, was ich mit Bella und ihm mache. Also das ist noch irgendwie echt offen. Bella kann sich einfach nicht entscheiden. Die irgendwie will uns nicht zuhören, wie auch immer. Na egal. Und dann würde ich sagen, du guckst mal, was ihm halt. Nee. Du guckst mal, was da noch drin ist. Und dann würde ich dich gerne nochmal hier dran setzen. Ich weiß nicht, ob ich zu früh dran war. So, und ihr zwei mittlerweile? Okay, Pascal, super. Dich, ja, du musst jetzt doch mal, glaube ich, ins Bett. 100, mehr geht ja immer nicht. Das ist sehr schön. Ja, er hat sich jetzt mit, also er hat 100 oder fast 100 mit Egon. Dann mit Nervus sowieso, mit Bella zumindest heute und mit Friedbert zumindest heute auch, mit Lutz auch und nur mit Belinda. Oh, letztes Ding. Friedbert? Okay. Wie wär's, wenn du kochst? Mittagessen servieren? Hawaii Toast. Okay, geh mal rauf benutzen, meinetwegen. So, Kurt. Kurt, da bist du. So, also dadurch, dass ich zwei immer miteinander beschäftige und die sich wirklich sich miteinander beschäftigen. Egon hat Begeisterung für Wissenschaft. Warte, Journalismus, nein. Für Wissenschaft entwickelt. Er kann jetzt mit Teleskop Ausschau halten. Nach UFOs. Abenteuer. Das ist das, was wir vorhin auch hatten. Mistiger. Okay, dann gucken wir noch die. Oh. Geheimdienst, nein. Dann gucken wir noch in den Zeitungen nach. Das mache ich jetzt auch gerade nochmal. Belinda, hallo. Architektur, nein. Wo gehst du hin? Ah. Militär, nein. Okay. So, wartet. Das bringe ich dir nochmal hoch in dein Zimmerchen. Und du, würde ich sagen, dich schicke ich nochmal hier raus. Dann kannst du wieder ein bisschen Spaß machen. Haben. Big Bag. Oh. Okay, Nervus. Ah, Nervus kriegt was hingestellt. Wie süß. So, Friedbert. Das kannst du abspülen und dann kannst du mal was essen gehen. Wolltest du nicht auf Toilette gehen? Journalismus? Nein. Architektur? Nein. Abenteuer? Nein. Okay. Also für mich sind das die drei gleichen oder drei, also im Computer, glaube ich, sind es 5 und an der Zeitung 3 und ich dachte immer, also es sah jetzt auch für mich so aus, dass beides Male Oh, Lutz, Glückwunsch. Moment. Ich wollte noch den Satz zu Ende machen, dass beide gleichzeitig, also dass das in der Zeitung auch immer das gleiche steht wie im Computer. Und das war jetzt in dem Falle wieder so. Lutz, yay! Er hat
die sein Lebensziel erfüllt, zur Belohnung erhält er bis zum Lebensende den Platin-Level. Yay! Er ist jetzt Poseidons rechte Hand. Naja gut, da dieses Pantheon für Gottheiten im antiken Griechenland und, naja, einer der ersten drei, naja, nicht wirklich der allererste, aber der bekannteste drei Gottheiten, hat die Welt in drei geteilt. Poseidon hat die Meere abbekommen, aber die Meere sind sehr groß. Und obwohl er ein göttliches Wesen ist, könnte er etwas Hilfe gebrauchen. Ein Assistenzsim, wenn du so willst. Du musst jetzt nur noch diesen Dreizackladen finden, hoffen, dass der riesige Kerl nicht von dir verlangt, irgendwelche Seuchen zu verbreiten. Und du musst vermeiden, mit echtem Muschelgeld zu bezahlen. Okay. Ja, wir haben wieder viel Kohle bekommen. Das ist ganz, ganz großartig, weil so viel hatten wir eigentlich auch nicht mehr. Und er muss in Zukunft von 8 bis 15 arbeiten und das in 3 Tagen in der Woche. Boah. 3.970. Boah. Dafür, dass wir am Anfang so mit so wenig angefangen haben, ist das richtig, richtig gut. Ja. Hm. Herzlichen Glückwunsch, Lutz. Oh, was ist das für ein Brief? Oh. Okay, den wirst du einstecken. Oh, was habe ich denn hier für einen Kitschzwerg drin? Achso, ich bin jetzt hier drin, da machst du es nicht. So. Dann lies mal, für wen der ist. Betracht ihn nochmal. So. Ah, er ist für Kurt. Bella, ich hatte Spaß. Nee, Moment, er ist für Bella. Oh Gott. Ich hatte Spaß, ich hoffe du auch. Es hat gekribbelt in meinen Bauch. Und fragst du dich, ob aus uns was werden kann, ruf mich doch einfach wieder an. Also, der ist für Bella. Dann mache ich den bei Bella auch rein. So, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde. Und Pascal ist noch unter uns. Er weilt mit 72 wieder unter uns. Ist dem Sensenmann. Ja, er hat ihn ausgetrickst. Und das war damals die Aladdin-Lampe. Weil er wünschte sich doch irgendwie ewiges Leben. So, tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.